Wir sitzen hier mit Richard P. Müller. Was hast du hier mitgebracht, um das kurz vielleicht zu erklären? Ja, das ist mein Hammer und jetzt gerade nach dem geilen Playoff habe ich ihn auf jeden Fall mega verdient. Da habe ich diagonal alles kurz und klein geschossen und das ist unser Markenzeichen. Fette rechte Schulter, fetten Hammer immer dabei. Dass wir hier auch ein bisschen was lernen bei King of the Court in Hamburg, stellen wir dem guten Richard jetzt ein paar Fragen und ja, schau mal, wie das so mit deinem allgemeinen Wissen aussieht. Nein, bin ich raus, pass ich. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Boah, das ist krank viel. Nenne die drei Gewalten. Ja, so 120 Liter. 100 Liter. Wasser, Feuer, Wind. Legislative, Exekutive und Judikative. Okay, ja, voll verkackt. Wie viele Mägen hat eine Kuh? 3 oder 4. Die fressen doch so viel Gras und das gärt doch dann richtig. Also die pupsen, glaube ich, auch mal richtig eklig, so Kühe auf der Weide. Und deswegen gibt es auch diese Ozonschichtprobleme, weil die so komische Gase ausstoßen. Ich weiß es leider nicht, das Gas, aber bestimmt 3, sage ich. Durch welchen Ort verläuft der Nullmeridian? Wie hieß denn das Englische? Cambridge. Greenwich. Setze den Satz, wir gewinnen das Turnier, in die Zeitform Futur 2. Wir werden das Turnier gewonnen haben. Das war absolut korrekt. Welches Obst verhalf Isaac Newton zur Erkenntnis über welche physikalische Kraft? Also Apfel hätte ich gewusst, aber jetzt die Kraft. Boah, bin ich raus. Nenne die drei grundlegenden Textgattungen der Literatur nach Aristoteles. Wirtschaft und kein Deutsch. Wie heißen die Achsen im Koordinatensystem? Boah. Scheiße, ist das schlecht. Es gab auf jeden Fall Tragödien, Komödien und Sachtexte. X und Y. Ah, ich dachte, du musst den Fachbegriff sagen, das hat noch irgendeinen anderen Namen. Ja, X und Y hätte ich gewusst. Nenne die 4 Fremdwörter für die Grundrechenarten. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division. Nenne alle einstelligen Primzahlen. 2, 3, 5, 7. Okay, Mathe liegt dir auf jeden Fall. Vielen Dank, Richard. Das war unser Wissenstest. War, glaube ich, nur halb peinlich. Also manchmal habe ich mich ein bisschen selber verrannt, aber... Alles gut. Okay, du bist als Mathe-Pro, bist du auf jeden Fall Das lief außer Exhibition-Achse. Das war wieder zu schwer. Da hast du schon zu weit gedacht. Zu viel. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. So ein großer Fan von dir, ich brauche bitte unbedingt ein Autogramm. Für Shanti? Für Shanti, bitte, ja. Weißt du gar, wie ich heiße? Okay, muss ich was wissen oder einfach Scheiße labern? Es kann auch sein, dass du vielleicht was weißt und was Cleveres sagst. Die läuft schon. Ah, okay. Ich hab zu schwer gedacht. Scheiße. Boah. Scheiße. Ist das schlecht? Ja, wie hieß denn das? Boah, bin ich raus.